Aus dem heutigen Workshop nehme ich mit, dass Inklusion keine Kostenstelle ist, sondern letztendlich auch ein Profitcenter sein kann. Und das ist auch völlig okay, wenn man als Unternehmen, das ja Geld verdienen soll, um Arbeitsplätze zu sichern, auch überlegt, wie kann ich damit Geld verdienen. Beispielsweise stellt man Mitarbeiter ein für komplexe Programmiertätigkeiten, beispielsweise SAP hat das ja auch schon vorgemacht, 70 Leute wurden angestellt mit Autismus. Oder man nutzt es als imagebildendes Element. Also das Siegel hier ist letztendlich ja das Kata-Siegel und es gibt ja auch ein Öko-Siegel. Dafür zahlen Verbraucher in den Supermärkten einen Aufschlag, also zahlen eine höhere Preisbereitschaft. Und das kann man ja auch auf die Art und Weise, wenn es kommuniziert, auch realisieren, dass man mit einer verantwortungsvollen Unternehmensführung, die auch Chefsache sein sollte, was Inklusion angeht, dann dieses zur Schau stellt und das als Imageträger auch verwendet. Ja, also eine schöne Geschichte, die ich aus der eigenen Erfahrung berichten kann. Wir haben vor 13 Jahren einen Mitarbeiter eingestellt, der eine Schwerstbehinderung hat und nach wie vor auch hat. Und der ist über die Jahre immer weiter im Unternehmen aufgestiegen und ist mittlerweile Geschäftsführer und auch Partner des Unternehmens geworden, also Mitgesellschafter. Ich denke mal, mehr zur Chefsache kann man es dann im direkten Sinne gar nicht mehr machen.